So, sind wir jetzt hier wieder im Internet. Mahlzeit. Hallo. Servus. Willkommen im Internet im Autoball, 130 km/h. Real Speed. Ja, wir filmen, wir sind richtig dangerous, wir spüren das Adrenalin. Wir sind auf dem Rückweg von der ESL One. Erster Tag, die Quarterfinals sind vorbei. Sind noch nicht ganz Athletic Spiel gerade, aber wir müssen noch zurück. Weil der junge Mann hat morgen Geburtstag. Geburtstag, wir wollen reinfeiern. Und ich will doch gleich schnell was schneiden. Und zwar genau das, was ihr hier gerade seht. Also, was wir heute gemacht haben, wir wollen es mal kurz sagen. Was haben wir heute gemacht? Wir haben heute Nerfgun Battle gemacht. Wir waren nämlich in der ESL YouTuber Lounge. Da waren dann Leute wie Iblali, Sturmwaffe, Philipp Steuer, Kupferfuchs und Pete Smith. Und ein paar von denen haben wir, Spiele war auch da, ein paar von denen haben wir rangezogen, mal gesagt, wenn ihr CSGO so gerne guckt, ja, dann zeigt uns doch mal, wie ihr gerade so schießen könnt. Ne? Da haben wir Pyramide aufgebaut und ja, seht selber. Im mittleren, unteren Triffs hast du echt gute Chancen. Ja. Oh! So, ansonsten waren wir heute noch unterwegs, also beziehungsweise nicht wir, sondern der gute Harald war unterwegs. Hat sich mal die Ehre gegeben, ein paar Autogramme zu geben. War ein bisschen unterwegs, da kommt mal ein kurzer Clip dazu. Oh, wer will denn hier noch ein paar Autogramme haben hier von euch, Ja, alles umsonst, Nehmt euch alle, Wer will denn mal einen Schluck von der Maurerbrause, So, immer her. Ja, hier gibt's mal umsonst, ja? Du halt mal die Schnauze und zieh ich dir ein. Ja, und sonst so hat der Nick und ich ein paar Leute interviewt, einfach mal so die Stimmung eingefangen. Und Sammy Deluxe. Sammy Deluxe und Unge gesehen. Richtig, hundertprozentig. Gucken. Da hinten ist Sammy Deluxe, da gehen wir mal hin. Sammy Deluxe müssen wir auch mal interviewen. Sammy! Okay. Ja, okay. Auf jeden Fall, die nächsten Tage kommt ein großes oder ein paar große Videos noch dazu. Da seht ihr dann die Vollversion. Auf jeden Fall das Nerfgun Battle und das Harald-Video. Die sind so genial geworden. Natürlich. Und was man sagen muss, Iblali ist ein auf den zweiten Blick sehr guter Schütze. Ja, auf den zweiten. Okay. Alles klar, das war's von uns. Abonnieren, danke, tschüss. Abonnieren, danke, tschüss. Und ja. Wir freuen uns auf euch. Wir müssen jetzt Auto fahren.